Polizei durchsucht Wohnungen von Satudara-Anhängern. Grenzüberschreitend durchsuchten heute früh Polizisten in den Niederlanden und in mehreren deutschen Städten Wohnungen von Personen, die im Verdacht stehen, gegen das bundesweite Satudara-Vereinsverbot zu verstoßen. Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Duisburg, die ein entsprechendes Ermittlungsverfahren führt, durchsuchten die Ermittler insgesamt 15 Wohnungen und Geschäftsräume, unter anderem in Duisburg, Kamp-Lintfort, Recklinghausen und den Niederlanden. Dabei wurden zahlreiche Bekleidungsstücke und Schmuck des verbotenen Rockerclubs sichergestellt. Weitere Beweismittel wie Computer, eine Machete, Quarzsandhandschuhe und kleinere Drogenmengen wurden ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Null-Toleranz-Aktion geht weiter. Das Bürger- und Ordnungsamt geht in Zusammenarbeit mit der Duisburger Polizei und den Wirtschaftsbetrieben weiter gegen wilde Müllkippen und Ordnungswidrigkeiten vor. In der vergangenen Woche stand dabei Hochfeld im Fokus der Beamten. Das Ergebnis? 128 wilde Müllkippen wurden festgestellt und von den Wirtschaftsbetrieben beseitigt, 3 Verwarnungsgelder erhoben und 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Seit Ende letzten Jahres führen die Behörden einmal im Monat in einem Duisburger Stadtteil die Aktionswoche Null Toleranz durch. Privatschulen werden immer beliebter. Immer mehr Schüler im Ruhrgebiet besuchen eine Privatschule. Das geht aus einer Statistik des Landesamtes IT-NRW hervor. Derzeit besuchen rund 27.000 Kinder und Jugendliche Schulen privater Träger. Zum Vergleich, 1995 waren es ca. 23.300. Den höchsten Anteil halten dabei Waldorfschulen und private Gymnasien. Landesweit besuchte etwa jeder 12. Schüler eine private Bildungseinrichtung. Duisburger Akzente. Mosaik-Wandbild schmückt internationales Zentrum. Heute ist im Rahmen der Duisburger Akzente das 4-tägige Projekt Mosaik im internationalen Zentrum gestartet. Bis Sonntag erstellen junge Geflüchtete gemeinsam mit Bewohnern des Stadtteils sowie Mitarbeitern des internationalen Zentrums ein Wandbild aus Mosaik, das ab Sonntag vor dem Eingang am Zentrum hängen wird. Ich fand zum Thema Umbruch diese Idee, Steine zu haben, Fliesen und von vielen interkulturellen Gruppen, Geflüchteten und Menschen aus Duisburg, ein gemeinsames Ganzes mit vielen einzelnen Bruchstücken oder Umbrüchen, so interessant. Das Kultur- und Stadthistorische Museum, das Kommunale Integrationszentrum, der Verein Arbeit und Leben Oberhausen e.V. sowie die Künstlergruppe Sanfte Strukturen tragen dieses Projekt gemeinsam. Während der Veranstaltung wird der Verein Refugees Kitchen die Besucher bekochen. Samstag und Sonntag wird es zudem einen Tanzworkshop sowie eine Chor- und Poesiewerkstatt geben. Der Eintritt ist frei. Sonnig und heiter und nur vereinzelt ein paar kleine Wolken. So schön zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Auch morgen bleibt uns das frühlingshafte Wetter erhalten. Es ist den ganzen Tag über sonnig bei Temperaturen zwischen 5 und 16 Grad. Am Samstag ganz ähnlich. Es gibt keine Wolken am Himmel und das Thermometer zeigt Werte bis zu 16 Grad. Am Sonntag wird es dann wechselhaft. Das Wetter bringt mal Sonne, mal Wolken. Bei 4 bis 15 Grad bleibt es aber trocken. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, auch morgen sind die Ordnungshüter wieder im Einsatz und kontrollieren die Geschwindigkeit. Geblitzt wird unter anderem auf der Goethestraße in Altenrade und auf der Walter-Rathenau-Straße in Althamborn. Außerdem behindern Baustellen die freie Fahrt. In Hüttenheim ist die Graf-Spee-Straße im Bereich Mündelheimer Straße gesperrt. Nach einem Wasserrohrbruch führen die Stadtwerke in diesem Bereich Reparaturarbeiten durch. Diese dauern voraussichtlich bis zum 7. April. Und in Farn ist die Herrenwiese als Sackgasse ausgeschildert. Hier werden seit heute Fernwärmeleitungen verlegt. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende September 2017. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.